Familienduell im Hause Scalart. Seit der neue Actros 2 Gigaspace auf den Markt kam, in diesem Video wie im Testbericht in Trucks and Details, Ausgabe 4 2013, in einer weißen Farbvariante zu sehen, müht sich der etablierte Actros MP2 nicht vollends aufs alten Teil abgeschoben zu werden. Wie sich die beiden Modellgenerationen im direkten Vergleich schlagen, hat Trucks and Details Fachredakteur Christian Igelhaut analysiert. Beginnen wir mit dem Actros MP2, der im Übrigen bereits in Trucks and Details 6 2007 ausführlich vorgestellt wurde. Der Rahmen aus Edelstahl und Messing macht damals wie heute einen hochwertigen Eindruck. Interessantes Detail: Der Winkel des Dachspoilers lässt sich über zwei M2-Muttern verstellen. Das fertige Fahrgestell mit den Rahmenbauteilen kann immer noch voll überzeugen. Doch wenden wir uns nun dem jüngsten Spross der Scale-Art-Modellfamilie zu. Der Actros 2 Gigaspace tritt knapp 6 Jahre nach dem älteren Bruder an, die Speerspitze des Scale-Art-Sortiments darzustellen. Da die beiden Probanden als zweiachsige Sattelzugmaschinen für den Fernverkehr ausgelegt sind, gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede. Die Weiterentwicklungen liegen eher im Detail verborgen, sind aber dennoch deutlich spürbar. Damit der Actros 2 Gigaspace auch technisch auf dem neuesten Stand ist, wurde er mit dem hauseigenen Scalart Elektronikpaket ausgerüstet. Die neuen 5-Kammer-Rückleuchten sehen deutlich realistischer aus als die noch beim MP2 verwendeten Kunststoffplatten. Auch wenn sich der etablierte MP2 wacker schlägt, unter dem Strich muss er dem jungen Wilden doch den Vortritt lassen. Nehmen wir nur das Beispiel Licht. Während der MP2 über die Funktionen Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Blinker verfügt, ist der Gigaspace zusätzlich mit Tagfahrlicht und Abbiegelicht ausgestattet. Die verbaute Hardware des Youngsters ist ebenfalls State of the Art und damit naturgemäß dem Oldie überlegen. Alle Detailunterschiede und die Resultate in den 5 Vergleichskategorien lesen Sie in Trucks and Details Ausgabe 6 2013.